Die Themen heute: mangelhafter Hochwasserschutz. Warum wurde ein Hochwasserprojekt nur teilweise umgesetzt? Nachgefragt: Bekommt Monique endlich die nötige schulische Unterstützung? Warum kann eine Nachbarin die Sanierung eines Hauses jahrelang verzögern? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Solche und ähnliche Bilder haben wir in Österreich in den vergangenen Jahren nur allzu oft gesehen. Hochwasser. Hochwasser, das große Schäden anrichtet. Die Reaktion in vielen betroffenen Gefahrenzonen war, den Hochwasserschutz ausbauen. Aber genau solche Maßnahmen sollen in Schlierbach in Oberösterreich die Situation noch schlimmer gemacht haben, als sie war. Und weil die betroffenen Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, in der Gemeinde würden alle zuschauen, aber nichts machen, haben sie sich an Volksanwalt Walter Rosenkranz gewandt. Er möge prüfen, ob beim Hochwasserschutz etwas falsch gemacht worden wäre. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Guten Abend. Markus Preselmeier hat sich die Probleme an Ort und Stelle schildern lassen. Dieser Gartenpavillon befindet sich in der Gemeinde Schlierbach im Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich. Am 5. Juni 2020 hat es hier stark geregnet und der Pavillon wurde innerhalb weniger Minuten zu einer Insel. Schlierbach nur 2 Monate später. Wieder führen große Regenmengen zu Überschwemmungen im Ort. Die Gärten stehen unter Wasser, aus Straßen werden Flüsse. Die Bewohnerinnen und Bewohner versuchen ihr Hab und Gut zu retten. Überflutete Keller und beträchtliche Schäden waren aber trotz aller Mühen und Hilfe durch die Feuerwehr nicht zu verhindern. Ich stehe da, schaue aus beim Fenster und sehe, dass der Bach immer höher wird, immer höher wird. Und auf einmal kommt von oben direkt da über die Straßen ein Riesenschwall Wasser daher. Und du stehst einfach da und sagst, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Man kann einfach gar nichts machen. Man steht dem machtlos gegenüber. Es ist überall der Träger, sondern ganzen Kanäle sind zu. Es kann nichts mehr ablaufen. Es ist einfach schrecklich. Man kann schlecht schlafen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, jeden Wetterschütter wacht man auf, geht man aus, schaut rundherum. Man hat im ganzen Sommer die ganzen Sandsäcke liegen lassen, weil man einfach Angst gehabt hat. Man fährt kurz weg, ist eine Überschwemmung, es geht so schnell. Und man würde es einfach nicht mehr erleben, das Ganze. Die Betroffenen erzählen, dass es derart heftige Überflutungen hier früher nicht gegeben habe. Wir haben noch nie Wasser in unserem Gebäude gehabt, noch nie Wasser im Keller. Wir sind auch nie auf die Idee gekommen, dass wir im Keller nachschauen gingen. Und auf einmal kommt jetzt das Wasser daher. Im Jahr 2012 war auf Ansuchen der Gemeinden Schlierbach und Oberschlierbach ein Hochwasserschutzprojekt, das sogenannte Projekt Klingelbach, geplant und von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems bewilligt worden. Das Projekt sieht verschiedene bauliche Maßnahmen vor, wie etwa die Verbesserung des Einlaufbauwerks in die bestehende Verrohrung, die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens und die Einleitung der Hang- und Oberflächenwässer in den Klingelbach. Bei unserem Besuch erzählen die Anrainer, dass sich die Situation seit Projektbeginn nicht verbessert, sondern sogar dramatisch verschlechtert habe. Im Zuge der Umsetzung hat die Gemeinde Schlierbach an dieser Stelle einen sogenannten Einlauftrichter errichtet, mit dem Ziel, das Wasser so besser in das Rohr einfließen zu lassen. Wir werfen einen Blick in das Innere des Trichters und stellen fest, der Durchmesser der Verrohrung wird immer kleiner. Und genau das sei laut den Anrainerinnen und Anrainern das Problem. Weil der Druck erhöht wird in das Rohr und dadurch entlang des Rohres kommt dann noch das Wasser eben überall in den Keller rein, was zuerst nicht reingekommen ist. Da ist schon das Oberflächenwasser dahin gelaufen, aber in die Kellern hat es nicht eingedrückt. Dass nun also mehr Wasser in den Klingelbach eingeleitet wird, hätte laut den Bewohnern zur Folge, dass große Wassermengen über die Schächte und Kanaldeckel entweichen, wie man auf diesem Handyvideo sehen kann. Wenn die Röhre nicht mehr aufnehmen kann, kommt durch diesen Schacht raus und überflutet meinen Garten. Das heißt, bis letztes Jahr war 100 bis 150 Kubikmeter Wasser in ganz kurzer Zeit. Der Trichter sei nicht nur nachteilig, sondern von der Wildbach- und Lawinenverbauung, die das Projekt betreut, ohne Bewilligung errichtet worden. Wasserrechtlich nicht genehmigt, hat die Wildbach auch eigenhändig eingebaut, ist in Österreich, kann man sagen, ein sogenannter Schwarzbau. In einem Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf, das der Redaktion vorliegt, wird bestätigt, dass der Trichter nicht Teil der wasserrechtlichen Bewilligung ist.
Die Anrainer erzählen uns, dass das Rückhaltebecken, das im Projekt vorgesehen ist, nie erbaut worden sei. Die Gemeinde habe zwar hier eine Fläche erworben, das Becken aber nie errichtet. Das wäre laut den Betroffenen aber notwendig, um Überflutungen zu verhindern. Aus der BH habe ich angerufen, da haben sie mir mitgeteilt, es rauchen die Köpfe. Ich habe gesagt, super, nach 1,5 Jahren rauchen die Köpfe, aber da hat sie nichts. Und jetzt mal, wenn es wieder regnet oder wie es im Sommer ist, bei jedem Wetterschitter schaust du nachher dann auf oder schau mir nachher dann raus und hab wieder Angst. Dumme Stiefel anziehen, direkt zum Räumen gehen. Das ist kein Leben, das ist kein Zustand. Aber das ist der Gemeinde ist das ganz egal. Die Frau Bürgermeisterin macht nichts. Es macht auch die BH jetzt nichts. Alle schauen es zu und wir stehen da. Und kriegen dann das Wasser wieder über unseren Grund. Und wieder ansaufen. Und das wird wahrscheinlich 2020 haben wir das Wasser gehabt, 2021 haben wir das Wasser gehabt. Naja, nächstes Jahr, entweder im Frühjahr bei der Schneeschmütze oder bei den ersten Starkregen, werden wir dann wieder Keller putzen gehen. Wir fragen bei der Bürgermeisterin der Gemeinde Schlierbach nach, warum das Projekt nicht wie bewilligt umgesetzt wurde. Schriftlich lässt sie uns wissen, Zitat: Wir möchten festhalten, dass die vermehrt stattfindenden Starkregenereignisse eine große Herausforderung darstellen. Dies trifft in vielen Gemeinden Liegenschaften, die in der Nähe von Bächen, Flüssen, aber auch in Talsohlen gelegen sind. Einen 100%igen Schutz vor solchen Ereignissen wird es nicht geben können. Das geplante Hochwasserrückhaltebecken im Mittellauf des Klingelbaches konnte aufgrund des festgestellten schlechten Untergrunds nicht errichtet werden. Ausschlaggebend für die Errichtung des Einlauftrichters war die Verbesserung des Abfuhrvermögens der bestehenden Betonverrohrung DN1000. Das Projekt ist aus Sicht der Gemeinde noch nicht finalisiert. Deshalb wurde im Vorjahr das Ergänzungsprojekt Klingelbach 2021, welches unter anderem die Errichtung eines Kompensationsbeckens im Mittellauf des Klingelbaches vorsieht, bei der Wasserrechtsbehörde zur Genehmigung eingereicht. Fakt ist, das Projekt hätte schon im Jahr 2017 fertiggestellt sein sollen. Die Frist für die Umsetzung wurde dann aber bis Jahresende 2020 verlängert. Die betroffenen Anrainer hoffen, dass das Projekt nun so wie ursprünglich geplant umgesetzt wird. Super, gut und eine Verbesserung für den Ort und für uns, für die Schlierbacher. Nur gehört das gesamte Projekt umgesetzt und nicht nur Einleitungen gemacht, sondern auch die entsprechenden Rückhaltemaßnahmen, wie sie in dem Projekt gemacht werden, vorgeschrieben worden ist. So gehört es gemacht. Und nicht irgendwelche Schwarzbauten, die Schäden verursachen. Es sind andere Häuser bei uns in der Siedlung, die was schon an dreistellige, vierstellige Beträge gebraucht haben, nur damit sie die Trockenlegung wieder gehabt haben. Und wenn du eben externe Firmen brauchst, dann kostet das natürlich ein Schweinegeld. Und du weißt nicht, wird dir das von der Versicherung gezahlt und wer kommt für die Schäden auf. Das wissen wir bis heute nicht. Und das belastet schon dementsprechend. Und man läuft an der Mauer, man kann rennen, was man will. Wir waren doch auf der BH und was ich, auf der Gemeinde. Als kleiner Mann bist du machtlos, völlig machtlos. In einem Punkt sind sich in Schlierbach jedenfalls alle einig. Die nächste Flut kommt bestimmt. Ja, und darüber hätten wir natürlich gerne mit Vertretern des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung diskutiert oder mit Vertreterinnen oder Vertretern der BH Kirchdorf an der Krems. Man hat uns schriftliche Stellungnahmen übermittelt, die mein Kollege Markus Preselmeier dann vortragen wird. Aber der für Wasserrecht zuständige Abteilungsleiter hat festgehalten, dass dieses Nichterscheinen im Studio nur an der momentanen Covid-bedingten Ausnahmesituation liegt. Eigentlich wäre er ja gerne gekommen. Ja, er betont jedenfalls, dass man beim Land Oberösterreich immer bemüht sei, auch eine persönliche Vertretung zu den Sendungen des ORF zu entsenden. Und er war ja auch schon regelmäßig bei uns und schreibt uns noch, weil wir der Meinung sind, dass das persönliche Gespräch nicht ersetzt werden kann und jede Gelegenheit auch genutzt werden sollte, um schwierige Fälle möglichst einvernehmlich einer Lösung zuzuführen. Na, das wäre ja geradezu vorbildhaft aus unserer Sicht. Was schreibt uns jetzt das Amt der oberösterreichischen Landesregierung und die BH Kirchdorf an der Krems in einer gemeinsamen Stellungnahme? Ja, das Land hat relativ rasch geantwortet und auch die Stellungnahme der Bezirkshauptmannschaft gleich mitgeschickt. Und zur Frage, was denn jetzt eigentlich umgesetzt wurde und was nicht, hat man dann geantwortet, Zitat: Mittlerweile haben die beiden Gemeinden alle bewilligten Maßnahmen mit Ausnahme des Rückhaltebeckens fristgerecht umgesetzt. Der Standort des geplanten Beckens erwies sich aufgrund der geologischen Verhältnisse als äußerst problematisch.
Die beiden Gemeinden haben sich daher unter anderem aufgrund von gravierenden Bedenken hinsichtlich der Standsicherheit dazu entschlossen, dieses Becken nicht in der ursprünglich geplanten Form und Größe zu errichten. Hätte man über die problematischen geologischen Verhältnisse vielleicht nicht schon vor Beginn des Projektes oder bevor man dieses Projekt umgesetzt hat, Bescheid wissen können? Geplant hat man ja lange, glaube ich. Man hat lange geplant. Es ist auch ein sehr umfangreiches Verfahren durchgeführt worden mit entsprechenden Bescheiden. Das passiert leider Gottes sehr oft, dass man immer während des Baus erst draufkommt, dass mit dem Untergrund was nicht stimmt. Ich kenne zahlreiche Beschwerden, wo ein Großprojekt gebaut wird, gesagt, wir bauen zwei Geschosse, Tiefgarage, es gibt für die Umgebung keine Probleme mit Parkplätzen. Und dann kommt man drauf, wo aber jeder in der Umgebung weiß, dort drunter ist dieser oder jene Boden, weil wir haben selbst gebaut, dass es dort nicht funktioniert. Und so auch hier. Also es hat offensichtlich vorher nicht die nötigen Bohrungen oder Untersuchungen gegeben hinsichtlich dieses Retentionsbeckens. Aber sei es wie es sei, es ist im Oktober 2013 ist der Bescheid erlassen worden, das zu bauen. Es ist mit dem Bau begonnen worden und dann hat die Gemeinde ununterbrochen verlängert, bis jetzt fertiggestellt werden soll, ein brauchbarer Hochwasserschutz bis zum 31. Dezember 2020. Tatsächlich ist nichts passiert von einer Fertigstellung. Man hat nur gesagt, das sind nur Kleinigkeiten, die da eigentlich geändert werden. Also dieser Trichter, der da offensichtlich ja auch von einen Schwall zusammenzieht, wo dann durchgedrückt wird auf der anderen Seite. So ein Hochwasserschutz, das sind halt verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn dann eines fehlt oder sogar zwei dann fehlen oder nicht funktionieren, funktioniert das ganze Werkel nicht. Und die Bewohner haben sich beschwert, haben versucht, Auskünfte zu bekommen, sind lange auf der Leerscheibe gelaufen. Und erst jetzt im September 2021, die Volksanwalt war schon mit einer Beschwerde befasst diesbezüglich, hat dann die Gemeinde nachgereicht, ein neues Projekt, allerdings noch ohne Unterlagen dazu. Da ist eine Frist gesetzt worden bis Ende des Oktober 2021. Wir haben jetzt auch gleich im November noch nachgefragt. Wie schaut es aus? Gibt es jetzt schon ein Projekt? Wir haben noch keine Antwort diesbezüglich bekommen oder ob die Gemeinde da wieder säumig war mit der Vorlage oder wiederum Fristerstreckungen gemacht hat. Die Bürger sind dort verzweifelt und das seit Jahren. Jedes Jahr rechnen sie damit oder haben Angst, dass ein Hochwasser daherkommt. Aber es dauert und dauert. Und ich nehme auch eines an, dass diese geologische Sache mit der Standsicherheit, dass es dann der wahre Grund ist, gesagt, man wird es schon bauen können, aber es wird wahrscheinlich kostenmäßig unwirtschaftlich sein oder nicht zu finanzieren sein. Und dann lässt man es halt lieber ganz fallen. Eines ist auch anzumerken, die Bezirkshauptmannschaft hat hinsichtlich der Verantwortlichen der Gemeinde mittlerweile auch ein Verwaltungsstrafverfahren, weil eben diese Baufrist nicht eingehalten wurde und auch etwas anderes nicht angezeigt wurde, eingeleitet. Derzeit ist Stand null. Es gibt dort trotz der Bauten, die im ersten Plan war, keine wasserrechtliche Bewilligung für alles, was dort passiert ist. Und jetzt sind auch wieder die Gutachter am Wort. Das heißt, es wird wieder ein umfangreiches, langes Verfahren und die Bürger können zittern. Das, was der Herr Volksanwalt ausgeführt hat mit dem teuren Projekt, ist ja, glaube ich, in der Ortschaft auch besprochen worden, dass gemunkelt wurde, dass möglicherweise der Gemeinde das Geld ausgegangen ist. Ja, also hinter vorgehaltener Hand wurde mir das auch so kommuniziert. In die Kamera wollte das natürlich niemand sagen, aber das ist sozusagen ein Gerücht, dass der Gemeinde das Geld ausgegangen ist. Was im Beitrag auch angeklungen ist, das ist die Frage, wer kommt jetzt eigentlich für die Schäden auf, die wir in unseren Kellern, an unseren Häusern erlitten haben? Ist das möglicherweise auch eine Amtshaftungsgeschichte? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber theoretisch ist es durchaus möglich. Also ich würde da durchaus eine Beratung auch machen. Verjährungsfristen drohen derzeit nicht für so Hochwässer 2020/21. Es wird jetzt Gutachten geben, aber es klingt durchaus plausibel, dass eine Maßnahme, die vielleicht nicht bewilligt war in einem Verfahren, wenn man dann selber was macht und sagt, ja, das wird schon passen und dann entsteht ein Schaden, dann ist jeder für den Schaden auch schadenersatzpflichtig, das zu ersetzen. Es ist jedenfalls eines, alles, was dort momentan läuft, ist eine nicht bewilligte Anlage und sie ist auch derzeit nicht bewilligbar. Und dass da keine wasserrechtliche Bewilligung vorliegt, das schreibt uns ja, glaube ich, auch das Amt der oberösterreichischen Landesregierung und die BH Krems. Also was steht weiter in der Stellungnahme, die wir da von der BH bzw. vom Land bekommen haben? Ja, zu diesem Trichter, der ja durchaus auch heftig kritisiert wird, hat man dann noch geschrieben, ich zitiere, dass der Klingelbach im Bereich bzw. ab der Liegenschaft der Familie Rossmann seit langem verrohrt und teils überbaut ist, wobei hier keine wasserrechtliche Genehmigung vorliegt.
Die Gemeinde Schlierbach hat aus diesem Grund zusätzlich zu den ursprünglich vorgesehenen Baumaßnahmen am Beginn der Verrohrung einen Einlauftrichter errichtet, durch welchen die hydraulischen Verhältnisse verbessert werden sollen. Das klingt stark nach Schwarzbauten. Weiß man, wer da gebaut hat mit dieser Verrohrung, für die es keine wasserrechtliche Genehmigung gibt? Und das mit dem Einlauftrichter hat ja auch, glaube ich, ein rechtlich eigenartiges Schicksal. Also der Einlauftrichter ist schlicht und ergreifend nicht bewilligt, weil es generell dieses ganze Bauvorhaben seit der Gemeinden momentan keine Baubewilligung, eine wasserrechtliche Bewilligung hat. Das ist so. Weil diese ganzen Maßnahmen sind nicht rechtzeitig zur Kollatierung eingereicht worden, beziehungsweise handelt es sich nicht so, wie die Gemeinde gesagt hat, wir haben da so ein paar kleine Umbauten oder sonst was, die nichts Maßgebliches sind. Naja, eins wird nicht gemacht und das andere komplett anders. Das ist das, was man als Schwarzbau jetzt landläufig bezeichnet. Ah, diese Verrohrungsgeschichte. Und diese Verrohrung, die ist auf dem Privatgrundstück, auch der Beschwerdeführer, das muss sich auch die Wasserrechtsbehörde anschauen. Das dürften Maßnahmen gewesen sein, die in den frühen 1950er Jahren gemacht worden sind. Also ich glaube, da in der Zeit, wo noch da die fremde Besatzung da war, ich weiß nicht, ob die Wasserrechtsbehörden damals schon derartig gearbeitet haben, wenn es darum gegangen ist, im Keller vielleicht irgendeine Hebeanlage für die Kanalisation zu machen. Da wird es vielleicht auch gar keine Unterlagen mehr geben oder Ähnliches. Das wird auch noch aufzuarbeiten sein, aber für eine Bewilligung, so dass das Wasser dort ohne Schaden abläuft, muss das alles berücksichtigt werden und gesagt, jetzt machen wir halt einmal das nicht und jetzt machen wir was anderes dort. Es ist billiger, aber wird schon funktionieren. Tatsächlich, es funktioniert nicht. Und wenn man sagt, es gibt sowieso immer Regen und Hochwässer, das kann man eh nie verhindern, na, wozu baut man es dann überhaupt, unter Anführungszeichen? Also diese Ausrede kann ich nicht gelten lassen. Was hat die Wasserrechtsbehörde jetzt vor? Was wird dort passieren? Also die Bezirkshauptmannschaft, die Wasserrechtsbehörde, hat veranlasst, dass die beiden Gemeinden zusätzliche Wasserbaumaßnahmen projektiert haben. Das ist ein kleineres und daher aus geologischer Sicht unproblematischeres Kompensationsbecken in einer geänderten Situierung. Für diese Kompensationsmaßnahmen ist eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich, um deren Erteilung die beiden Gemeinden auch angesucht haben. Und damit wären ja, glaube ich, auch die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer zufrieden, haben Sie zumindest im Beitrag angedeutet. Aber es soll bitte möglichst bald und zeitnah passieren. Wie gesagt, da sind erst jetzt mit hoffentlich mit Ende Oktober mal die nötigen Unterlagen für die Prüfung durch einen Sachverständigen einmal eingereicht worden, bis das Werkel tatsächlich dort gebaut ist. Na, ich wünsche den Bürgern dort alles Gute, dass es nicht zu diesen im Frühjahr Schneeschmelzen und so weiter kommt. Gut, das heißt, wir werden an der Geschichte noch länger dranbleiben. Die Volksanwaltschaft wird das genau im Auge behalten und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir zeitnah einmal zeigen könnten, dass es dieses Retentionsbecken, das ja offenbar so quasi der Schlüssel zur Beseitigung dieser Probleme ist, dass wir das vielleicht einmal mit einem Kamerateam besuchen und herzeigen können. Da bleiben wir auf jeden Fall weiter dran. Zum nächsten Fall. Alle Eltern wollen das Beste für die Zukunft ihrer Kinder und deswegen sollen in der Schule möglichst keine falschen Weichenstellungen vorgenommen werden. Im Oktober 2020 haben sich Frau und Herr Ladig an Volksanwalt Walter Rosenkranz gewandt, weil sie befürchten, dass ihre Tochter eine falsche Abzweigung im Lebensweg beschreitet, wenn sie nur mehr Sonderschulunterricht bekommt. Sie haben ihn gebeten, sich anzuschauen, wie die kleine Monique zu einer anderen, aus ihrer Sicht optimalen Unterstützung kommen könnte. Wir haben im Studio mit Vertretern der Schulbehörde darüber diskutiert und wollten jetzt einmal wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Marianne Waldhäusl hat nachgefragt. Jacqueline holt ihre kleine Schwester von der Schule ab. Monique ist 12 Jahre alt. Sie hat eine Lern- und Aufmerksamkeitsschwäche und wiederholt die 4. Klasse Volksschule in Karlsdorf bei Graz. Dafür bräuchte sie Unterstützung, die das Land Steiermark auch gewährt hat. Doch die Schule legt sich quer, erklärt uns der Vater. Das Problem ist, wir haben ein Kind, das etwas in der Entwicklung rückständig ist und auch eine Pflegestufe hat. Und empfohlen wurde uns von Ärzten, eine Schulassistenz anzufordern. Und diese Schulassistenz haben wir auch genehmigt bekommen aufgrund der ärztlichen Befundungen. Und sind bei der Direktorin an der Schule in Karlsdorf, bei der Frau Wagner, auf strikte Ablehnung gestoßen. Das Argument war, das brauche ich nicht an meiner Schule oder das ist bei uns nicht üblich oder ihr Kind braucht das nicht. Und wir stellen das halt in Zweifel, weil die Frau Wagner keine Ärztin ist und keine Gutachterin ist. In die Schulassistenz setzt die Familie große Hoffnung. Die Moni lässt sich sehr schnell ablenken, sie macht halt noch andere Sachen.
was Struktur und Ordnung betrifft, das Sozialverhalten mit anderen Kindern. Die Aufgabe von dieser individuellen Betreuungsperson ist einfach, die Monique darin zu unterstützen, bei der Konzentration. So sehen das auch mehrere Untersuchungen und Testergebnisse. Die Direktorin der Volksschule Karlsdorf ist jedoch überzeugt. Die Monique braucht aus Sicht der Schule, aus Sicht der Schulpsychologie und aus Sicht der Gutachterinnen der Bildungsdirektion keine Schulassistenz. Die Monique braucht einen anderen Lehrplan, eine Einstufung in den Lehrplan der allgemeinen Sonderschule. Damit verbunden ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf. Sonderpädagogischer Förderbedarf, das bedeutet Unterricht nach dem Lehrplan der Sonderschule. Mit einer Schulassistenz hingegen würde Monique weiter nach dem Regelschullehrplan unterrichtet werden. Schulassistenz hat genau definierte Aufgaben, die das sind zum Beispiel das Kind bei alltäglichen Verrichtungen anziehen, jausen, in Toilette gehen oder auch Schultasche ein- und auspacken zu unterstützen. Schulassistenz arbeitet nie pädagogisch mit den Kindern. Und genau das ist aber das, was die Monique braucht. Die Monique braucht ganz dringend und ganz stark pädagogische Unterstützung. Moniques Eltern hingegen glauben, dass das nicht notwendig ist. Wir haben ja mehrere Kinder und haben das schon öfter erlebt, dass ein Kind mit einem Jahr Verlängerung sehr viel aufholen kann. Die Amtsleiterin und der Bürgermeister der Gemeinde Karlsdorf waren in die Gespräche involviert. Mir als Schulerhalter sind natürlich die Hände in gewissermaßen gebunden. Ich bin hier mehr oder weniger Vermittler, weil ich kann nicht einwirken in die pädagogischen Verantwortung der Lehrer bzw. der Direktorin bzw. der Bildungsdirektion, die sich meines Wissens sehr bemühen um das Wohl des Kindes. Tatsache ist, dass die Bezirkshauptmannschaft die Schulassistenz bereits im Dezember 2019 bewilligt hat. Doch wie es zu dem Bescheid kam, kann sich die Schule nicht erklären. Üblicherweise ist es so, dass der Antrag auf Schulassistenz in Zusammenarbeit mit den Eltern von den Eltern gestellt wird. Es ist auch so, dass da immer eine mehrseitige Stellungnahme der Schule beiliegt, wo drinnen steht, wie die Situation in der Klasse ist, wie sich das Kind in der Klasse verhält, warum Schule Schulassistenz braucht. Es geht da um schulrelevante Angelegenheiten. Im Fall von der Monique hat die Schule eine solche Stellungnahme nicht abgegeben. Warum es dann zum Erstellen des Bescheids gekommen ist, weiß ich nicht. Also es liegt keine Stellungnahme der Schule vor. Die wäre aber relevant, glaubt die Volksschuldirektorin, die auch viele Jahre Erfahrung als Sonderschullehrerin hat. Das Resümee aus dieser ganzen langen Arbeit ist, dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen Autonomie und Selbstbestimmung in ihrem Bereich erlangen. Also es muss uns darum gehen, die Kinder zu einem selbstbestimmten Leben, zu einem möglichst selbstbestimmten Leben zu bringen. Und das ist sozusagen mein großes Ziel an dieser Stelle als Volksschuldirektorin. Moniques Eltern machen sich Sorgen, dass der Sonderschulunterricht ihrer Tochter die Zukunft verbauen könnte. Sie glauben, dass der Einsatz einer Schulassistentin Monique fördern und sie auch vor körperlichen Übergriffen schützen könnte. Im Studio zeigte Volksanwalt Rosenkranz Verständnis für die Vorgangsweise der Eltern. Und die haben einen Weg beschritten, haben mit Gutachten einen Bescheid erwirkt hinsichtlich dieser Schulassistenz. Und das wird nicht umgesetzt. Und dann höre ich den Bürgermeister, der sagt, naja, er kann eigentlich überhaupt nichts machen, weil er ist eher nur der Mediator zwischen Schule und sonst etwas. Na, er ist Vertreter des Schulerhalters, aber der Schulerhalter ist der, der vom Gesetz in die Pflicht genommen ist, nicht die Schule. Die wird sicher ihren Einfluss haben, die wird sicher im Gespräch mit dem Bürgermeister auf dieses oder jenes hinweisen. Aber Tatsache ist, es gibt einen rechtskräftigen Bescheid, der an dieser Schule vom Schulerhalter nicht umgesetzt wird. Und das ist ein rechtsstaatliches Problem. Und zwar einen Bescheid der BH Graz Umgebung. Was schreibt die zu der Sache? Die Bezirkshauptmannschaft schreibt uns, dass die Schulassistenz auf Antrag der Eltern bewilligt worden ist. Und zwar auf Basis des individuellen Hilfebedarfs der Minderjährigen, der jedoch in weiterer Folge durch die von der Bezirkshauptmannschaft beigezogenen Sachverständigen festgestellt wurde. Auf die tatsächliche Inanspruchnahme der genehmigten Leistung hat die Behörde laut Bezirkshauptmannschaft grundsätzlich keinen Einfluss. Ist richtig. Der Herr Volksanwalt hat es ausgeführt, jetzt stellt sich die Direktorin irgendwie gegen diesen Bescheid der BH Graz Umgebung. Darf sie das? Jein. Sie darf es einerseits schon, weil die Schulassistenz eine schulfremde Person ist. Und die Schulleiterin hat die Hoheit darüber, wer in ihre Klassen hinein darf oder nicht. Herr Volksanwalt, was soll passieren? Was fordern Sie?
Es geht darum, dass im Interesse des Kindes, repräsentiert durch die Eltern, ein rechtmäßiger Zustand durchgesetzt wird. Das war im Oktober 2020. Nicht nur die Eltern, auch die Volksschuldirektorin und der Bürgermeister haben uns gegenüber betont, dass bei all diesen Diskussionen Monique das Wichtigste sei. Was ist seither passiert? Gibt es eine Lösung, die Monique bestmöglich auf das Leben vorbereitet? Herr Volksanwalt, wie ist es für die Monique weitergegangen? Gott sei Dank ist es für die Monique gut ausgegangen. Sie hat nämlich mittlerweile die Volksschule, diese vierte Klasse, geschafft und befindet sich jetzt in einer anderen Schule, in einer Mittelschule. Und oh Wunder, dort gibt es auch diese Schulassistenz, also die im Bescheid, auch wo die BH zugesprochen hat, dass das Beste ist aufgrund verschiedenster Gutachten, bescheidmäßig, rechtskräftig. Die wird dort gewährt und die Eltern sagen, es geht der Moni gut, es funktioniert der Unterricht, diese Schulassistenz ist super. Für uns bleibt der schale Nachgeschmack drinnen, dass nach wie vor, und es hat auch dann aufgrund von Medienberichten, aufgrund unserer Sendung, Ausstrahlung, wo die Direktorin sich auch zur Wehr gesetzt hat und so, dass das alles nicht stimmt. Ich möchte die pädagogische Qualifikation der Direktorin nicht angreifen. Aber es hat ein Verfahren gegeben. Und dort haben auch andere Experten, Sachverständige der BH gesagt, so oder so gehört es. Und es gibt einen rechtskräftigen Bescheid. Die pädagogische Expertise, die lasse ich bei der Frau Direktorin. Die juristische Expertise, die möchte ich schon im Rahmen der Prüfkompetenz der Volksanwaltschaft lassen. Und da hat es einen Bescheid gegeben, der nicht umgesetzt wurde. Und das Ganze dann auch noch, wir sind im Interesse des Kindes. Und wann dann wer kommt, der bescheidmäßig vorgeschrieben wäre oder den wir ansuchen müssten, ich habe das Hausrecht hier, ich lasse niemanden hinein. Das kommt mir schon ein bisschen dürftig vor. Und es wird, da kann man die... Alle Krokodilstränen kann man vergessen. Tatsache ist, es ist nach rechtsstaatlichen Prinzipien von der Direktorin falsch gehandelt worden. Durch den Schulwechsel und der mittlerweile auch beigestellten Schulassistenz, so wie es die Eltern wollten, so wie es zugesprochen wurde, geht es der Moni gut. So gesehen ist dem Kindeswohl Gott sei Dank in diesem Fall jetzt einmal recht gestehen. Gut, und das ist einmal die Hauptsache, dass es der Moni gut geht. Herr Volksanwalt, danke, dass Sie bei uns waren. Gerne. Unser nächster Fall führt uns in eine Gegend, in der die Häuser sehr nahe beisammenstehen. So nahe, dass manchmal ein Hausbesitzer den Grund des Nachbarn in Anspruch nehmen muss, wenn er seine Außenmauer oder seine Regenrinne sanieren will. Aber muss ihn der Nachbar auf seinen Grund lassen? Was ist, wenn der das unter gar keinen Umständen will? Kann dann die Behörde mit, wie es heißt, Befehls- und Zwangsgewalt durchsetzen, dass der Nachbar oder die Arbeiter, die er engagiert hat, den Nachbargrund betreten und mit der Sanierung beginnen dürfen? Patrick Hiebler ist ins Südburgenland gefahren und hat die Geschichte der Regenrinne der Frau Unger dokumentiert, die seit 8 Jahren auf die Reparatur wartet. Moschendorf im Südburgenland. Ein Ort nur einen Steinwurf entfernt von der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze. Wer hier mit dem Auto unterwegs ist, erkennt schnell, dass sich das Dorf mit seinen Straßen gleichsam dem Verlauf der Grenze angepasst hat. Die Bauernhöfe hier stehen eng nebeneinander und sind eher schmal und lang. Im Laufe der Jahrhunderte wollte man sich so vor einfallenden Völkern schützen, die versuchten, das Dorf von der beginnenden ungarischen Tiefebene aus zu erobern. Eine Dorfstruktur, die sich damals immer wieder bewährt hat, heute aber unter den Dorfbewohnern mitunter zu gröberen Nachbarschaftsstreitigkeiten führt. So wie im Fall von Frau Unger. Ihr Haus hier rechts im Bild grenzt direkt an die Liegenschaft von Frau Kreuz links. Und das sei das Problem, wie uns Frau Unger im Beisein ihres Anwalts zu erklären versucht. Denn die Dachrinne, die direkt an die Grundgrenze ragt, müsste dringend erneuert werden. Für diese Arbeiten müsste man aber das Grundstück von Frau Kreuz betreten, die das aber seit über 8 Jahren verhindere. Und Sie kommen einfach mit Ihren Bauarbeitern nicht auf den Grund? Nein, sie lässt uns nicht. Sie sind immer zugesperrt und mit Kette zugehängt und sie lässt uns keine nicht Chance. Rein. Das heißt, Sie müssten eigentlich nur da ganz normal, ja, ganz normal ein Gerüst aufstellen, hinten die hintere Dachrinne sozusagen abmontieren. Jedenfalls wird das nicht so lange dauern, ein paar Stunden wird das gemacht. Auch die angrenzende Feuermauer von Frau Ungers Haus sei wegen der undichten, über 90 Jahre alten Dachrinne bereits massiv durchnässt. Man müsste daher auch die Mauer sanieren, was ebenso schnell erledigt wäre. Das ist also eine Arbeit von vielleicht einem Tag, also wenn man es hoch hernimmt. Man müsste
eine Gerüstung erfolgen, eine kleine, und dann die Dachrinne demontiert werden, die Fallrohre demontiert werden. Herr Doktor, und die Nachbarin macht jetzt was? Sie lässt die Arbeiter nicht hinein. Also sie sperrt alles zu und man kann sich ja nicht mit Gewalt sozusagen oder irgendwie durch Drübersteigen da Zutritt verschaffen. Also sie müsste es einfach öffnen und die Arbeiten zulassen und das wird wieder verschlossen und fertig. Es ist überhaupt kein Problem. Drinnen im Haus sagen uns Frau Unger und ihr Anwalt, dass die Gerichtsunterlagen wegen den Streitigkeiten mit der Nachbarin bereits einen ganzen Kasten füllen würden. Die Auseinandersetzungen würden mittlerweile schon Jahrzehnte dauern. 1992 seither. Da hat es begonnen, die Streiterei. Ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Im Fall der Dachrinne versucht Frau Unger seit 2013 eine Lösung zu erwirken. Der Nachbarin wurden von der Gemeinde bereits zig Bescheide zugestellt. Sie müsse die Arbeiten auf ihrem Grund dulden. Doch die Nachbarin von Frau Unger, Frau Kreuz, habe bis jetzt alle Anordnungen ignoriert. 28. Moschendorf vor wenigen Tagen, ziemlich genau einen Monat nach unseren ersten Dreharbeiten im Dezember. Diesmal hat uns die Nachbarin Frau Susanne Kreuz auf ihre Liegenschaft gebeten. Das sonst immer verschlossene Gartentor ist zumindest für uns weit geöffnet. Und wir sind gespannt, warum Frau Kreuz die Sanierung der Hausmauer und der Dachrinne von Frau Unger weiterhin mit allen Mitteln verhindern möchte, wie sie uns zuvor schon am Telefon erzählt hat. Grüß Gott, Frau Kreuz. Grüß Sie. Grüß Gott, grüß Gott. Der Streit mit Frau Unger habe eine lange Vorgeschichte und die reiche fast schon 50 Jahre zurück, sagt Frau Kreuz. Das ist mein Kamerateam. Ja. Grüß Gott, grüß Gott. Also, ich habe das 73 gekauft, ja. Ja. Und da war da ein kleines Fenster und vorne ist das Gerüst gestanden und war abgeschlagen und die alten vier Fenster drinnen. Dann will wiederkommen, da waren schon zwei mehr, ja. Sagt meine Mutter, hör auf, tu nicht streiten, geh mir Ruhe. Na, das nächste dann wieder, ja. Also das geht so weiter. Na, aber es geht ja darum, dass diese Dachrinne hier saniert wird. Sie müssten ja nur die Arbeiter ungefähr. Na, wir Gegner, das ist eine Zustimmung, das gibt es nicht. Sie lost den anderen auch nicht aber eine. Sie haben ja Bescheide. Sie haben ja Bescheide. Das ist wurscht, du kannst Bescheide 100.000 haben. Na, wie wäre, wenn nicht zustimmen? Da habe ich einen Vogel, sie lost den anderen nicht eine. Ich muss Strafe zahlen, sie zahlt nichts. Sie habe bereits mehrere hundert Euro Strafe zahlen müssen, erzählt uns Frau Kreuz, weil sie der Aufforderung, dass sie die Sanierungsarbeiten zulassen soll, bis jetzt nicht nachgekommen ist. Die sei aber alles nicht rechtmäßig, denn die Grundgrenzen seien seinerzeit nicht richtig vermessen worden. Das ist die Naturgrenze. Und 1,5 Meter hinterbei ist die amtliche Grenze. Ja, aber Sie müssten ja eigentlich nur die Arbeiter hier ungefähr für einen Tag... Nein, und grad um das geht's. Und grad um das geht's, weil wenn ich zustimme, dann bin ich ja einverstanden. Sie sind womit dann einverstanden? Na, mit dem ganzen Dreck da. Mit welchem Dreck? Na ja, die ganze Bebauung da. Na, sicher nicht. Mit welcher Bebauung? Was meinen Na, Sie? Da steht ja alles auf meinem Grund, bitte. Frau Kreuz ist der Ansicht, dass die Feuermauer von Frau Unger eigentlich auf ihrem Grund stehe. Wenn sie nun die Sanierungsarbeiten zulassen würde, würde sie auch akzeptieren, dass die Feuermauer und letztlich auch das Haus von Frau Unger im Jahr 1927 rechtmäßig errichtet wurden, was aber so nicht der Fall sei. Also Sie meinen, das Haus steht hier eigentlich widerrechtlich? Oder? Auf meinen Grund habe ich nichts erlaubt. Ja, aber wie weit geht jetzt Ihr Grund Ihrer Meinung nach? Na, das ist die, ich hab's ja schon gesagt, das ist die Naturgrenze. Also bis dahin, also das heißt, wenn ja. Ich jetzt hier stehe, ne, dann stehe ich auf welchem Eigentlich Grund? Schon mein. Eigentlich? Ja, ja. Aber es ist, das heißt, es geht jetzt von der Naturgrenze bis hinein in die amtliche, sind es 1,5 Meter. Und diese Hausmauer hier jetzt, die steht jetzt wo? Steht die auch jetzt auf ihrem Grund? Die steht alles auf meinem Grund, leider. Aha. Schon im Dezember hat uns der Anwalt von Frau Unger erklärt, dass diese Rechtsansicht von Frau Kreuz jeder Grundlage entbehre. Die Grundgrenzen seien richtig vermessen worden. All dies habe aber nichts mit dem Faktum zu tun, dass die Sanierungsarbeiten endlich zu dulden seien, übt der Anwalt auch Kritik an den Behörden. Ja, was eben das Unverständliche ist, also die Gemeinde bemüht sich ja, das irgendwie in die Reihe zu kriegen mit den Terminen immer wieder und die Bezirkshauptmannschaft reagiert nicht entsprechend. Sie müsste das durchsetzen. Das muss sie durchsetzen.
Die unter anderem für die Durchsetzung der Bescheide zuständige Bezirkshauptmannschaft Güssing teilt uns mit, dass es laut Gesetz nicht vorgesehen sei, dass die Benutzung des fremden Grundes stellvertretend für Frau Unger durchgesetzt werden könne. In Moschendorf erzählt uns Frau Unger auch noch, dass Frau Kreuß es absichtlich verhindern würde, dass das Niederschlagswasser der Dachrinne in den Ortskanal rinnen kann. Daher würde es direkt an der Hausmauer auch immer wieder zu Überschwemmungen kommen. Sie hat einen Betonbotzen in Abflussrohr hinein. Die Nachbarin? Ja. In den Abfluss einen Beton hineingegossen, damit das Wasser... Nein, einen Betonbatzen hat sie Betonbatzen, rein. Damit das Wasser nicht abrinnen kann. Jetzt rennt ihr Wasser von ihrem Haus da, hat sie da hergeleitet. Das muss stehen bleiben und für unser Dachrinn muss auch da stehen bleiben. Frau Kreuß erklärt uns, dass sie ihr Regenwasser gar nicht anders ableiten könne als über die von ihr gelegten Rohre. Frau Kreuß, Sie hätten angeblich einen Betonbatzen des Abflussrohrs hineingegeben, damit das Wasser nicht abbrennen kann. Also bitte, also das ist ja wirklich, dann schade ich mir selber, weil ich leite das da von drüben herüber und von hinten lade ich es auf, also leite ich es auch her. Also Sie leiten das Wasser hier selbst ab? Nein, ja, dann wäre ich dann Betonbatzen. Und deswegen gäbe es hier angeblich auch immer eine Überschwemmung, die wiederum auch die Hausmauer von der Frau Unger beeinträchtigen würde. Das hätte ich gern. Ja, Mann, ich wäre nicht Betonbatzen, weil ich bin ja selber interessiert, dass das auch rennt. Der Bürgermeister von Moschendorf sagt uns im Dezember, dass er noch einmal versuchen wolle, die beiden Streitparteien zu einem klärenden Gespräch zu bitten. Rein rechtlich seien ihm aber als Baubehörde erster Instanz die Hände gebunden. Er könne nur immer wieder Bescheide zur Duldung der Sanierungsarbeiten zustellen. Die einzige Möglichkeit, um mit Hilfe der Polizei, wie vom Anwalt von Frau Unger vorgeschlagen, aufs Grundstück zu kommen, wäre, wenn ein Sachverständiger feststellen könnte, dass Gefahr im Verzug sei. Das heißt, die Baubehörde und der Sachverständige könnte dann nötigenfalls, wenn ihm nicht Zutritt gewährt wird, mit der Polizei dort einfach hineinspazieren. Könnten Sie meines Wissens dann mit der Polizei Zutritt verschaffen? Ja. Hat man das schon in irgendeiner Form versucht? Das ist in dieser Form nicht versucht worden. Nein. Weil man natürlich immer die Gesprächsbasis gesucht hat. Ja. Das wäre ja wirklich der allerletzte Schritt, aus meiner Sicht zumindest. Die Frau Unger wird wahrscheinlich sagen, nur mit Gesprächen wird die Mauer und die Dachrinne nicht saniert. Ja, dann in letzter Konsequenz, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann wird eine Bauüberprüfung fällig werden. Ja? Und dann muss der Sachverständige das feststellen, ob Zutritt für eine Firma gewährt werden muss oder nicht. Frau Kreuß sagt uns, dass es für klärende Gespräche bereits viel zu spät sei. In diesem Punkt ist sie sich sogar mit Frau Unger einig, die ebenso der Ansicht ist, dass schon viel zu viel diskutiert wurde. Sollten die Behörden ihren Fall weiter wie eine heiße Kartoffel hin und her schieben, wolle sie alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit Dachrinne und Hausmauer endlich saniert werden können. Ja, und zugeschaltet im Studio ist uns jetzt auf der einen Seite der Dr. Franz Unterasinger, der Rechtsanwalt der Frau Unger. Schönen guten Abend, Herr Doktor. Grüß Gott. Und auf der anderen Seite der emeritierte Professor für Verwaltungs- und Verfassungsrecht, Dr. Heinz Mayer. Schönen guten Grüß Abend. Gott. Danke, dass Sie uns da als Experte, als anerkannter Experte auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts zur Verfügung stehen, um die Frage zu klären, was Behörden tun müssen, wenn Bescheide beständig ignoriert werden. Ja, und im Studio begrüße ich auch meinen Kollegen Patrick Hieber, der den Beitrag gemacht hat. Er hat eine schriftliche Stellungnahme der Bezirkshauptfrau von Güssing bekommen. Herr Dr. Unterasinger, seit wann gibt es jetzt eigentlich rechtskräftige Bescheide, in denen drinnen steht, dass die Nachbarin der Frau Unger zu dulden hätte, dass die Nachbarin oder Arbeiter der Frau Unger ihren Grund betreten? Die Bescheide gibt es seit dem Jahr 2013. Und seit dieser Zeit wird versucht, immer wieder mit Terminen und mit Vorgaben, also innerhalb einer bestimmten Zeit muss der Zutritt gewährt werden, diese Reparatur bzw. Sanierung der Wand und des Fundaments durchzuführen. Jetzt hat es ja auch immer Berufungen der Nachbarin dagegen gegeben. Was waren denn die inhaltlichen Gründe, warum sie partout nicht wollte, dass Arbeiter der Frau Unger ihren Grund betreten? Was hat sie da angeführt? Also die Nachbarin bestreitet überhaupt die Berechtigung des Betretens, obwohl das ja in der burgenländischen Bauordnung vorgesehen ist. Und die Grundlage des Bescheides ist ja in der Bauordnung festgelegt. Also es ist ja dort
fixiert, dass der Nachbar, wenn es nicht anders geht, den Grund betreten darf und nötige Gerüste aufstellen darf und die Arbeiten durchführen muss oder kann. Und sollten irgendwelche Schäden entstehen, muss er die ersetzen. Das ist die Regelung und auf Basis dieser Regelung wurde der Bescheid erlassen. Und hat die Nachbarin eingewandt, naja, die Arbeiter könnten das vom Dach aus ja auch sanieren, die Regenrinne. Also sind da inhaltliche Argumente gebracht worden. Das ist ja unnötig, dass die überhaupt meinen Grund in Anspruch nehmen. Also derartige Argumente wurden nicht vorgebracht. Das ist auch nicht möglich, technisch nicht möglich, weil das Haus hat einen ziemlich geringen Dachvorsprung und man kann dann nicht darunter hinein, von oben vom Dach herunter und die Dachrinne insofern sanieren. Nebenbei muss ja auch die Wand saniert werden, das geht ja von oben sowieso nicht. Also offenbar hat der Streit aber, ja, haben wir im Beitrag jetzt gehört, eine lange Vorgeschichte. Also den Konflikt oder die Reibereien gibt es offenbar schon seit Jahrzehnten, die jetzt offenbar ja, die gibt es schon länger. Das ist ja oft so, dass, also, dass da irgendwo dann sozusagen zum Ausbruch kommt. Diese Konflikte gibt es schon länger. Nur das ist rechtlich entschieden und es geht eigentlich nur um die Durchsetzung. Und das Problem ist, dass sich die Gemeinde bemüht, dass das durchgesetzt wird. Und die Bezirkshauptmannschaft hat, was ich weiß, ich habe ja keine Einsicht dazu, Zwangsstrafen ausgesprochen, das heißt Geldstrafen. Die wurden wieder beansprucht. Jedenfalls ist also nie etwas passiert und unser Hinweis ist eben auf § 7 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, wo ja ausdrücklich angeordnet wird, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann kann mit der öffentlichen Sicherheitsbehörde die Durchsetzung vorgenommen werden. Es bräuchte nur eine Assistenz der Polizei, die mitgeht und sozusagen überwacht, dass das Ganze stattfindet. Und das sieht offenbar die Bezirkshauptfrau von Güssing ganz anders. Was schreibt sie uns, Patrick Hieber? Sie schreibt uns, dass Frau Kreuß nicht gezwungen werden könne, der Baubehörde und dem Handwerker Zutritt zu gewähren. Nur im Falle einer Bauüberprüfung kann sich die Gemeinde als Unterstützung der Polizei bedienen. Eine Unterstützung der Polizei betreffend § 12 des Baugesetzes, also der Benutzung des fremden Grundes, sei im Gesetz nicht vorgesehen. Bei einer allfälligen Bauüberprüfung, die von der BH Güssing eingefordert wurde, aber sehr wohl. Und deswegen hat ja auch die BH, wird uns glaube ich auch geschrieben, die Gemeinde zu so einer Bauüberprüfung aufgefordert. Aber Herr Professor Mayer, ist die BH da wirklich machtlos in so einem Fall? Kann die wirklich nichts tun? Keineswegs. Die Bezirkshauptmannschaft übersieht meines Erachtens den schon genannten § 7 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, der vorsieht, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, eine rechtskräftig bescheidmäßig festgelegte Verpflichtung umzusetzen, unmittelbarer Zwang angewendet werden kann. Die Bezirkshauptmannschaft müsste eine Vollstreckungsverfügung erlassen und in dieser Vollstreckungsverfügung die Zwangsanwendung aussprechen und dann muss die durchgesetzt werden. Und wie würde das dann ausschauen? Da kommt die Polizei hin, da kommt der Schlosser hin, wenn die Nachbarin nicht dort ist, der sperrt auf, die Polizei passt auf, dass nichts passiert? Naja, da würde natürlich zunächst einmal ein Bauunternehmen hingehen müssen, weil die müssen ja die Arbeiten durchführen und vielleicht ein Gerüst aufstellen. Ja, dann muss ein Schlosser, je nachdem, was halt notwendig ist. Also wenn zu erwarten wäre, dass sich die Verpflichtete mit Waffengewalt wehrt, dann müsste auch die Polizei mitkommen, ja, allenfalls auch bewaffnet, das ist vorgesehen. Haben Sie sowas schon erlebt oder hat es sowas schon gegeben, dass ein Polizist mit der Waffe bei Bauarbeiten daneben gestanden ist? Ja, ich habe das einmal erlebt. Da hat jemand im Naturschutzgebiet ein kleines Häuschen gebaut und das hätte er abreißen sollen. Und der hat gedroht, er erschießt jeden, der da seinem Bauwerk nahe kommt. Und dann ist ihm die Polizei mit gezogener Waffe dort aufmarschiert und hat den Betreffenden zum Verlassen des Hauses genötigt und dann ist das Haus abgerissen worden. Aber das kommt häufig vor. Gut, also so weit sind wir in der Geschichte ja noch nicht. Jetzt verweist ja die BH auf die Gemeinde und sagt, die Gemeinde kann nur bei einer Bauüberprüfung etwas tun. Das sehen Sie nicht so. Die Gemeinde ist da nicht am Zug. Es ist die BH. Nein, da geht es um was anderes. Da geht es um die Vollstreckung eines rechtskräftigen Bescheids. Da braucht man keine Bauüberprüfung. Dieser rechtskräftige Bescheid ist auf Ersuchen der Gemeinde von der Bezirkshauptmannschaft zu vollstrecken.
Und die Bezirkshauptmannschaft muss zunächst einmal beginnen, natürlich mit Beugestrafen versuchen, das gelindere Mittel zu wählen. Wenn das aber nicht nützt und wenn sich da nichts tut, wenn sich das nicht umsetzen lässt, dann muss es mit unmittelbarem Zwang umgesetzt werden. Das ist im Rechtsstaat so. Jetzt hat ja der Bürgermeister im Interview gesagt, er glaubt, ein Weg wäre nur, dass ein Sachverständiger kommt, sich die Sache anschaut und dann, wenn Gefahr im Verzug ist, könne er was tun. Was sagen Sie zu dieser Sichtweise? Das ist eine Flucht aus der Verantwortung. Der Bürgermeister muss den Antrag stellen bei der Bezirkshauptmannschaft auf Vollstreckung dieses Bescheids. Wenn Beugestrafen nichts nützen, dann muss der Antrag gestellt werden auf zwangsweise Durchsetzung. Gut, Herr Dr. Unterasinger, jetzt ist ja möglicherweise in diesen Jahren seit 2013 das Gemäuer der Frau Unger nicht unbedingt besser geworden durch die Durchfeuchtung. Denken Sie da auch an Amtshaftungsansprüche oder dass man auf die Nachbarin zugeht, dass die sozusagen die Schäden bezahlt, die der Frau Unger entstanden sind? Naja, natürlich kommt das dann im Endergebnis dazu, dass also Schäden eintreten, unnotwendigerweise, nämlich die Durchfeuchtung vom Fundament herauf ins Gemäuer und dann auch in die Wohnräume. Und der Verputz fällt ab und das Ganze ist natürlich wird eher größer. Natürlich ist es ein Schaden, den die Nachbarin zu verantworten hat durch das Nicht-Ermöglichen des Zutritts, aber auch die Behörde, die Durchsetzung nicht vornimmt. Die Gemeinde Moschendorf hat sich sehr bemüht, das muss ich wirklich sagen, die Bescheide auszustellen, immer wieder Termine genannt und immer wieder Termine festgesetzt, immer längere Termine. Wir haben zum Beispiel die Firma genannt, die das durchführt. Es wäre ja überhaupt nur notwendig, dass die Polizei mitgeht. Es ist ja das Problem, die Nachbarin hat ja meine Mandantin schon mehrfach angezeigt wegen Hausfriedensbruch und wegen Sachbeschädigung. Und deswegen ist ja die Zurückhaltung sozusagen relativ groß, eigene Schritte zu setzen ohne Beisein der Behörde. Das muss man ja sagen. Und weil man könnte ja über die Mauer drüber klettern, theoretisch. Ja, das wäre auch möglich. Aber es ist also in dem Fall wirklich nicht dazu angetan, irgendwie eigene Schritte zu setzen. Und das sollte die Behörde einfach durchsetzen mit dem von Professor Mayer und von mir schon genannten § 7 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Und diese Hinweise, die da immer wieder erfolgen auf irgendwelche Gefahr im Verzug und auf Überprüfungen durch die Baubehörde, das sind ja nur Ausflüchte. Es gibt ja einen rechtskräftigen Bescheid. Um die Durchsetzung eines rechtskräftigen Bescheides brauche ich ja keine Sachverständigen oder irgendwelche Bauüberprüfungen, sondern dieser Bescheid ist einfach von der Behörde durchzusetzen. Die BH Güssing hat zu handeln, und gut, zwar relativ schnell. Und die BH Güssing, Patrick Hiebler, sieht das abschließend wie folgt, noch einmal zusammengefasst. Sie teilt uns mit, die BH Güssing ist ihrer Verpflichtung als Strafbehörde durch Verhängen von Strafen bereits nachgekommen. Gut, Herr Professor Mayer, reicht das, wenn die BH schreibt, ja, wir haben eh gestraft, jetzt haben wir unserer Verpflichtung da nachgekommen? Oder ist das das Wesen von Bescheiden oder von Urteilen, dass sie halt notfalls mit Zwangsgewalt durchgesetzt werden können? Ja, so ist es. Und das sieht auch der Paragraph 7 vor. Wenn es anders nicht möglich ist, und das ist offenbar der Fall, die zahlt offenbar die Strafen oder sie lässt sich einsperren, was weiß ich, und macht das trotzdem nicht auf, dann muss das mit Zwang durchgesetzt werden. Das muss die BH mit Vollstreckungsverfügung anordnen. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, in öffentlicher Form der BH und der Frau Bezirkshauptfrau mitgeteilt, was aus Sicht eines anerkannten oder des anerkannten Verwaltungsrechtsexperten und des Rechtsanwaltes zu tun wäre. Wir werden weiter beobachten, was in der Sache passiert. Bitte, Dr. Unterasinger, halten Sie uns auf dem Laufenden. Selbstverständlich. Und Ihnen, Herr Professor Mayer, danke ich für Ihre Expertise. Danke auch. Dankeschön. Ja, wir bleiben an der Sache weiter dran. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Und nächste Woche in Bürgeranwalt: Auffahrunfall in einer vollautomatischen Waschstraße. Wer kommt für den Schaden auf? Wenn mir der Schaden nicht beglichen wird, dann frage ich mich, für was habe ich dann eine Versicherung? Ich weiß es nicht.